Ich hielt die Macht zur Formung von Zeit und Schicksal in den Händen. Doch welcher Khan sollte wiederkehren? Mein Liebhaber Kotal oder meine treue Freundin Kitana? Ich hörte, wie Kotals Stimme mich rief. Folge deinem Herzen, Jade. Also ließ ich mich von meinem Herzen führen. An einen Ort, den ich nicht erwartet hätte. Erinnerungen an Zuhause und meine Mutter. Ich holte meine Eltern und Edenia zurück. Für eine neue Ära ohne Shao Kahn. Und wie glücklich auf einmal meine Kindheit war. Doch bald merkte ich, dass mit mir irgendetwas nicht stimmte. Kronikas Macht wohnte mir inne. Ich war zu höherem berufen. Als ich erwachsen wurde, stieg ich zu einer Gottheit, zur Beschützerin Edenias auf. Mit dem Wissen über vergangene Zeitlinien forderte ich Shinnok und Cetrion heraus. Ohne Kronikas Kinder, die die Reiche gegeneinander aufhetzten, konnte Frieden einkehren. Und ich war in der Lage, ihn zu bewahren.